Liebe Bach-Freunde, können Sie sich erinnern, in welcher Form Sie selbst im Leben Barmherzigkeit erfahren haben? Jene tätige Nächstenliebe, um die es in der heutigen Kantate geht. Versuchen Sie einmal, diese Erfahrung in sich wachzurufen und wie das war. Ich wette, Sie machen dabei eine ganz ähnliche Erfahrung wie ich. Nämlich zuerst einmal diejenige, dass wir in uns eine ganz klare Vorstellung davon vorfinden, was das ist, Barmherzigkeit. Und zweitens diejenige, dass diese Barmherzigkeit gar nicht unbedingt an den Kontext einer großen, wahrhaft existenziellen Not des Bedürftigen gebunden ist, wie er in der Beispielerzählung vom Samariter vorkommt. Sie zeigt sich auch in kleinen Gesten der Mitmenschlichkeit oder Gesten der Mitmenschlichkeit, wie man hier sagt. Die kleine Tat der Nächstenliebe ist nicht weniger wert als die große. Auch sie kann einen anrühren und wärmen. Oder gehen wir die Reise in unser Inneres gern auch immer andersherum an? Kann sich nicht jeder erinnern, wie er selbst einmal es an Barmherzigkeit hat fehlen lassen? In Hektik oder aus Trägheit? Aus Fantasiemangel? Aus Achtlosigkeit? Aus Furcht? Aus Berührungsangst? Oder weil es manchmal schwer ist zu verzeihen? Und wieder brauchen wir zwischen Groß und Klein gar nicht zu unterscheiden. Die kleine Unterlassungssünde ist verwerflich, weil ein barmherziger Akt uns so wenig gekostet hätte. Und die große ist es, weil so viel auf dem Spiel steht. Barmherzigkeit im Kleinen zu gewärtigen, kann uns vielleicht helfen, es an ihr auch im Großen nicht fehlen zu lassen. Angesichts des Zustandes unserer Welt, wo Krieg und Terror unzählige Menschen in die Flucht schlagen, scheint mir das notwendiger denn je. Das berühmte alte philosophische Schreckensbild, nach dem der Mensch des Menschen Wolf sei, es ist nicht gebannt. Derzeit befinden sich so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Seit Jahren sinken schon die rostigen Seelenverkäufer und die überbesetzten Schlauchboote, mit denen die Menschen das Meer zu überwinden suchen. Diese Situation ruft vernehmlich nach unserer Barmherzigkeit, gerade von uns. Wir Christen stellen uns ja die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die in der heutigen Kantate angesprochen wird, so vor, dass sie sich in der Barmherzigkeit des Einzelnen gegenüber seinen Mitgeschöpfen vollzieht und zeigt. Gleich ob man meint, durch Barmherzigkeit seine persönliche Aussicht auf Gottes Gnade verbessern zu können oder nicht. Gleich ob man in ihr gleichsam ex post das Werk des Heiligen Geistes sehen will oder aus ihr ex ante einen moralischen Imperativ ableitet. Barmherzigkeit bedeutet zunächst einmal, ein Herz für Menschen in Not zu haben, sich anrühren zu lassen vom Schicksal anderer. Viele Menschen sind in der Tat angerührt vom Schicksal derer, die derzeit ihr Heil bei uns suchen. Es ist beeindruckend, was all die Freiwilligen leisten, die den aktiven Teil der sogenannten Zivilgesellschaft ausmachen. Aber das ist nur die eine Seite. Jenseits eines breiten, passiv hadernden Mittelfeldes gibt es eine andere Seite der Gesellschaft. Und dort sammeln sich die Vertreter von Ablehnung, Hass und Barmherzigkeit. Auch das gehört zum Befund unserer Zeit. Sich anrühren zu lassen vom Schicksal anderer Menschen ist schwieriger, als es klingt. Es ist eine Zumutung. Es geht dabei ja auch um jene Nächsten, die wir keineswegs selbst zu unseren Nächsten erkoren haben. Und es geht genau auch um die Menschen, die nun neu in unser vertrautes Umfeld eingetreten sind, ohne anzuklopfen und ohne, dass uns irgendwer um Zustimmung gebeten hat. Es geht, wir haben es gehört, ausdrücklich auch um Andersgläubige und sogar um unsere Feinde. Der schottische Moralphilosoph Adam Smith hat in seiner Theory of Moral Sentiments präzise beschrieben, wie unsere Fähigkeit zum Mitfühlen abnimmt, je größer unsere geografische und emotionale Distanz zu anderen Menschen ist. Dass wir uns mit der christlich gebotenen Fremdenliebe schwer tun, liegt also schlicht daran, dass wir mit entfernten Menschen weniger intensiv in kommunikativen Austausch stehen. Deshalb wissen wir weniger sie und können uns folglich auch weniger gut in sie hineinversetzen.
Heute sind wir mehr als Jahrhunderte weiter als Smith. Die geografische Distanz spielt eine geringere Rolle. Viele Menschen indes scheint die Ungleichzeitigkeit der Veränderung von geografischer und emotionaler Distanz noch erheblich zu überfordern, die mit der gegenwärtig und sich bestimmt fortsetzenden Zuwanderung einhergeht. Der Ökonom Amartya Sen hat demgegenüber die große Chance erkannt, die es für die Völkerverständigung und für den universalen Humanismus bedeutet, wenn die konzentrischen Kreise unserer natürlichen Empathiefähigkeit, wie Smith sie seinerzeit beschrieb, immer durchlässiger werden. Über den biblischen Samariter schreibt er in seinem Buch Die Idee der Gerechtigkeit: In dem Moment, in dem dieser den Verletzten gefunden, dessen Not erkannt und ihm tätig Beistand geleistet habe, da habe sich auch ein neues Verhältnis der Nächstenschaft jenseits des Gewohnten konstituiert. Zen postuliert: In der Welt von heute gibt es nur noch wenige Nicht-Nächste. Leider steckt in diesem Satz noch ziemlich viel mehr Sollen als Sein, wie das gewaltige Fremdeln vieler Europäer mit den Invasoren aus dem Morgenland beweist. Auf einmal befinden sich Menschen in unserem Nahbereich, die wir schon sprachlich nicht verstehen, von denen wir höchstens klischeehaft und pauschal etwas zu wissen meinen, und zwar nicht das Beste. Die Angst vor dem Fremden ist ein natürlicher Instinkt, der uns schützt. Es wäre gewiss falsch, sich darüber hinwegzusetzen und alle Befürchtungen mittels Willenskraft auszublenden. Es wäre verantwortungslos, unvorsichtig zu sein. Es wäre töricht zu meinen, dass jeder Flüchtling wahrhaft auch ein solcher ist und dass keiner von diesen Menschen jemals auf die Idee käme, etwas Böses zu tun. Das gilt ja schon für uns selber nicht. Doch leider lassen sich die Sorge und die Angst vor dem Fremden auch von Demagogen nutzen, um eine Art Pogromstimmung zu schüren. Ich beobachte, dass in Europa, aber nicht nur dort, ein solcher Prozess schon seit Jahren im Gange ist. Die Menschen, die seit dem Sommer mehr denn je zu uns strömen, haben nur das Momentum dieses Prozesses verstärkt. Er ist weiter gediehen, als viele wahrhaben wollen. Wir erleben nicht nur in Deutschland Anschläge auf Asylantenheime, Hetze gegen Muslime und Ausländer allgemein, Intoleranz, Rassismus, Hass, den Atavismus eines neuen völkischen Denkens, einen stupenden, irrationalen Brass auf das Establishment, allen voran auf die politischen Institutionen, die Wissenschaft und die schreibende Zunft. Eine Fülle von Verschwörungstheorien, eine Verrohung, Verdrehung und Verunklarung der Sprache. All das ist furchtbar. Furchtbar unzivilisiert. Sind wir damit auf dem Weg, das Wertefundament zu verlieren, zu dem auch die Tugend der Barmherzigkeit gehört? Ich hoffe doch nicht. Für selbstverständlich gehaltene Werte und geteilte moralische Grundverständnisse machen am Ende Zivilisationen aus. Und was ist mit der Warnung des Systemtheoretikers Niklas Luhmann vor der Moral, die heute geschwind dahingehend umgewidmet wird, dass die Moral in der Politik nichts zu suchen habe und nichts als blanker Moralismus sei? Es ist, wie alles, eine Frage des Maßes. Es gibt auch hier kein Schwarz-Weiß. Wir kennen die Forderung, die Eigenlogik der gesellschaftlichen Subsysteme nicht zu stören, schon von Adam Smith, der die Sorge für unser Abendessen nicht der reinen Wohltätigkeit des Metzgers, Brauers oder Bäckers überlassen wollte und stattdessen lieber auf den Ausgleich der Interessen auf dem Markt setzte. Gewisse Kaufmannstugend braucht es aber schon. Ebenso wie ein solides Gerüst aufgeklärter Werte, das den Markt als Institution trägt und erhält. Auch die Politik ist in der Demokratie ein solcher Prozess des gesellschaftlichen Interessensausgleichs, in dem wir ziemlich schlecht beraten wären, unsere gewählten Vertreter nach ihrer zur Schau gestellten moralischen Gesinnung und nicht nach den Folgen ihres Tuns und Lassens zu beurteilen. Klar, aber auch diese Folgen sind natürlich einer moralischen Bewertung zugänglich. Und vor allem lassen sich auch die nüchternsten politischen Interessen ohne die hinter ihnen stehenden Ideen, Ideologien oder eben Werte gar nicht denken. Das Gegenmittel gegen einen Zerfall des Wertekonsenses, auf das Adam Smith vertraute, ist der Gerechtigkeitssinn des Menschen. Dieser prägt sich vor allem in der wiederholten Interaktion mit dem anderen aus.
nur setzt Interaktion voraus, dass man überhaupt miteinander spricht. Es braucht ein Gespräch, in dem man redlich Argumente austauscht und gemeinsam respektvoll, ohne Furcht davor, widerlegt zu werden, um Erkenntnis ringt. Nur gehören da meistens mindestens zwei dazu. Ein solches Gespräch ist kaum mehr denkbar, wo sich die Schreispirale dreht, wie der Blogger Sascha Lobo kürzlich in einer genialen Analogie zur berühmten Schweigespirale formuliert hat. Dort dient nämlich die Verschärfung des Tons auch nicht mehr einem Wachrütteln, das ja noch ein intensives Interesse am anderen bezeugt. Dort geht es vielmehr um einen Diskursabschluss. Im Blick auf diese Menschen, die vor dem Diskurs schon ihre Herzen verschlossen haben, möchte man Gott mit Bach bzw. mit Salomon Frank zurufen: Ach, schmelze doch durch deines Liebesstrahl des kalten Herzens Stahl. Barmherzigkeit ist eine anspruchsvolle Tugend. Ich persönlich empfinde sie als etwas, was mich fordert. Ich soll es mir nicht leicht machen. Ich soll mutig sein und, wo nötig, über meinen Schatten springen. Ich soll und ich will mich öffnen, meine Freiheit nutzen und mich auf andere einlassen, auch wenn ich nie ganz sicher sein kann, dass ich nicht ausgenutzt, betrogen oder in anderer Weise beschädigt werde. Barmherzig zu sein setzt auch voraus, dass ich auf die komfortable Komplexitätsreduktion verzichte, die mit Feindbildern zusammenhängt. Allgemeiner gesprochen, die gegenwärtigen Entwicklungen mögen einem ganz und gar nicht geheuer sein. Nicht nur, weil einem vieles zuwider ist, was man mit der importierten Religion assoziiert, sondern weil man ahnt, dass unsere Widerstandsfähigkeit, unsere Resilienz nicht unendlich ist. Aber wer sich von Christo nennt und womöglich liberal dazu, der sollte doch imstande bleiben, unter den vielen den einzelnen Menschen zu sehen. Das Individuum, das leidende Geschöpf, das in der Not zu uns kommt. Wenn sich die Herzen so verhärten, dass Zuwanderer zunehmend als Gruppe von Viehzeug und Ungeziefer wahrgenommen, beschimpft, erniedrigt und angegriffen werden, ist alles zu spät. Es geht bei der Barmherzigkeit aber nicht nur um das barmende Herz, um die Empfindsamkeit. Die Fähigkeit allein, den fremden Schmerz sich schmerzen zu lassen, genügt nicht. Es ist tätige Nächstenliebe gefragt. Es gilt, das bloße Wohlwollen aktiv in Wohltätigkeit zu überführen. Das Mitgefühl ist also nur die emotionale Voraussetzung für ein praktisches Tun, das freilich die Vernunft und das vorausschauende Denken zu Rate ziehen muss. Mit einer Wohltätigkeit, die den Samariter ruiniert, ist niemandem gedient, auch dem Bedürftigen nicht. Doch während grundsätzlich keine Gesellschaft auf der Basis von Wohltätigkeit alleine prosperieren kann, wäre sie ganz ohne diese, darin stimme ich mit Smith überein, kein guter und kein erfreulicher Ort. Die christliche Morallehre hat uns einen ganzen Katalog an guten Werken aufgegeben, wie die anderen großen Religionen übrigens in ähnlicher Form auch. Zu den leiblichen Werken der Barmherzigkeit gehört es, die Hungrigen zu speisen, den Dürstenden zu trinken zu geben, die Nackten zu bekleiden und, ja, die Fremden aufzunehmen. Das zu tun fällt, wie gesagt, schon individuell nicht immer leicht. Es grenzte an ein Wunder, wenn es sich damit auf kollektiver Ebene anders verhielte. In beiden Fällen mag man sich einen Ruck geben. Aber es ist nicht ratsam, sich zu überfordern. Selbst unter unseren beneidenswerten Lebensbedingungen in Recht und Freiheit setzt Sollen noch Können voraus. Das gilt natürlich ganz besonders in der Flüchtlingspolitik, wo zuallererst zu fragen wäre, wie denn politisch überhaupt effektiv geholfen werden kann, und zwar rasch. Solange aber im Nahen Osten kein Frieden herrscht und wir ihn nicht schaffen oder nicht schaffen wollen oder können, müssen wir die Symptome des Krieges lindern, auch deshalb, weil sie ohnehin zu uns kommen. Wir sind von ihnen betroffen wie vom Terror, der zu uns schwappt. Wenn wir uns nicht so sperrten, könnten wir allerdings den Druck dieses Zustroms von Menschen nicht nur als Last, sondern auch als eine Chance zu notwendigen Reformen und Korrekturen begreifen und sie ergreifen, um so unser individuelles und gemeinsames Können auszuweiten. Wenn wir Barmherzigkeit ernst nehmen, sollten wir das versuchen.
Eine Zumutung ist die Barmherzigkeit noch in anderer Hinsicht. Und zwar, wenn man sich ihre geistigen Werke vor Augen führt. Dazu gehört es unter anderem, die Unwissenden zu lehren, die Sünder zurechtzuweisen, die Lästigen geduldig zu ertragen und denen, die uns beleidigen, gern zu verzeihen. Gern. Gerade das ist nicht leicht. Vielleicht mögen Sie mit mir gemeinsam zum Abschluss darüber nachdenken, was aus dem Kanon dieser geistigen Werke der Barmherzigkeit für Sie persönlich konkret folgt. Was mich persönlich betrifft, so fühle ich mich durch diese Liste der geistigen Werke der Barmherzigkeit aufgerufen, mich mit denen, die bei uns Zuflucht suchen, direkt zu befassen und das nicht dem Staat zu überlassen, der uns ohnehin schon viel zu viel abnimmt. Ich fühle mich aufgefordert, wenigstens mit einigen der Migranten tiefer ins Gespräch zu kommen, sie kennenzulernen. Denn um auf den antiken Gelehrten Platus noch zu verweisen, dem wir die berühmte Metapher verdanken, nur derjenige Mensch ist des anderen Wolf, der diesen anderen nicht kennt. Ich muss mir also die Mühe machen, mich selbst konkret mit den Neuankömmlingen abzugeben. Wie sonst will ich vorleben, lehren und also plausibel machen, was ich als unsere Kultur begreife und warum ich es erhalten sehen möchte. Gewiss gehört es dazu, die Lernenden, wo nötig, auch einmal zurechtzuweisen. Zugleich fühle ich mich durch die Liste der geistigen Werke der Barmherzigkeit ermutigt, die einheimischen Brandstifter zurechtzuweisen, unmissverständlich zu sagen, was ich von ihrem Treiben und Denken halte, von ihrer Gewalt, ihrer Aufwiegelei, ihren unlauteren Methoden, ihrem Hass und in ihrer Perfidie. Ich gestehe, ich weiß nicht, ob man sie noch aus ihren sektenähnlichen Strukturen der Selbstbestätigung herausziehen kann. Es gilt aber unbedingt in der breiten Öffentlichkeit, das Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass es ein anderes gibt. Differenzierung statt Demagogie, Integrität statt Infamie, Mitmenschlichkeit statt Massenhysterie. Ich wünsche mir dabei, dass keine Provokation mein Herz vergiften und mich verleiten möge, mit gleichem Maß zurückzugeben, wenn ich angegriffen werde, also auf die gegnerische Person statt auf deren Ideen zu zielen. In der Sache will ich fest sein, aber mit dem Menschen geduldig. Mein Herz sei liebreich, sanft und mild, heißt es in der Kantate. Vielleicht ist das der wichtigste Satz, den wir heute mit nach Hause mitnehmen dürfen, neben den theologischen Tönen Bachs, die alles besser als bloße Worte für uns sortieren. Ich danke Ihnen.